Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Heute werden wir mal den Boss probieren, Diakone des Abgrunds. Schauen wir mal, ob wir den schaffen. So, und gehen wir da mal hin. Shortcuts sind soweit schon geöffnet. Fahren wir hier hoch und gleich den Typen hier umbringen. Hier runter und dann schnell an den vorbei hier. Genau, und dann hier rein. Den Shortcut könnt ihr übrigens öffnen. Das habe ich im Tutorial schon gezeigt. Da könnt ihr da unten hinten die Brücke runterlassen. Und dann könnt ihr einfach hier hochgehen und dann die Tür von der Seite aufmachen. Und somit seid ihr auch gleich beim Boss. So, Hebel. Muss ich bloß nochmal schnell was schauen. Okay, dann gehen wir hier entlang. Wenn er die Pullen tut, einfach rennen. Die resetten dann wieder, kurz bevor wir im Bossraum sind. Genau, einmal war ich hier schon drinne, ganz kurz. Boss Time in Dark Souls 3, liebe Freunde. Schaut, dass ihr so viele wie möglich von denen umbringt. Das sind jetzt irgendwann mal zu viele.
schauen, wo der Boss ist. Hier hinten vielleicht. Okay, jetzt zweite Phase. Ein bisschen rumrennen, Leute. Müsste ein bisschen kalten. Weil es dann einfach zu viele sind. Down ist er, Jungs. Oh. Hart. Aber ging gleich gut. Kleine Puppe, Seele des Diakone des Abgrunds. Okay, dann schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Mal erst mal das Leuchtfeuer an. Und rasten auf jeden Fall mal. Nein, ich will den Raum noch nicht verlassen. Ich will mich erstmal ein bisschen umschauen noch. Also wie gesagt, wichtig, bewegt euch immer um die ganze Meute da ein bisschen rum, dass der Boss ein bisschen frei wird, dass ein kleines Fenster das dann angreifen könnt. Genau, hier scheint aber nichts mehr zu sein jetzt. Okay, hier scheint jetzt wirklich nichts mehr zu sein. In der nächsten Folge will ich dann auf jeden Fall in die Katakomben gehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschauen würdet. Und wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Oder auch ein Like. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.